Oh, da ist es wieder, Lou for you. Ich habe gerade meine Bürste in der Hand. Das ist ein bisschen blöd, mein Intro so zu drehen. Ja, ich bin gerade in meinem Zimmer und bin auch schon relativ auffällig geschminkt. Das liegt daran, dass ich heute einen Funkenmariechen-Auftritt habe. Und ja, da dachte ich mir, ich nehme euch mal mit hinter den Kulissen so ein bisschen. Und das wird heute relativ entspannt so ein bisschen, weil ich habe nur einen Auftritt. Normalerweise habe ich mehr und dann kann ich euch mitnehmen. Ja, mein Kostüm hängt hier auch schon ready, aber ups, jetzt ist was anderes runtergefallen. Aber ich will auch zuerst noch mal was essen. Und ja, jetzt chill ich mich noch ein bisschen hier hin, bis es Essen gibt. Und ja, dann sehen wir uns dann wieder. So, ich habe hier gerade schon was anderes angezogen, und zwar mein Funkenmariechen-Kostüm. Und Julina, komm mal her. Als was gehst du? Pirat. Pirat, genau. Ich zeige euch mal Julinas komplettes Kostüm. Da hätte ich ja meine Trinkflasche. Nicht wundern. Ja, und Goethe. Ein Gürtel hast du auch. Und Ja. ein schönes Kopftuch, ne? Ja, mit deine. Nee, ist Mamas. Und jetzt zeige ich euch mal mein Mama. Kostüm. Hier. Hello. Und natürlich meine Fake-Wimpern. Prettiness. Ja, wir freuen uns. Und Julina freut sich, glaube ich, sehr und hat gerade meinen Teppich ein bisschen demoliert. Ja, freust Ja, du dich? Ja! mein Woohoo. Poker Ja, gebastelt. bald hat sie Geburtstag und wird 10 Jahre alt. Aber ich habe vorher Geburtstag. Ja. Lippen jetzt noch ein bisschen nach, weil ich habe gerade was gegessen und dann, ja. Stopp nochmal. Sieht sie gerade übelst gelb aus und Julia steht da hinten. Ein bisschen creepy, aber egal. Ja, ich nehme einfach diesen Lippenstift. So ein bisschen. Rot. Sieht man jetzt auch nicht wegen dem gelben Licht, aber in Wirklichkeit ist das gar nicht so gelb. So. Sind die einfach ein bisschen mehr farbig. Ist jetzt nicht irgendwie krasser Lippenstift oder so irgendwie. So. Damn girl. Muss ich noch meine Wimpernkasten mitnehmen, wenn die irgendwie abgehen oder muss ich die ja irgendwo reintun, du, ne? Ja, ich bin jetzt eigentlich soweit fertig. Ich nehme noch meine Gardeschuhe, die in meiner Kiste hier liegen und pack die in meine Tasche. Nehme meine Trinkflasche mit. Ja. Aber das ist eigentlich fast immer so vor meinem Auftritt. Ich mache mich dann halt fertig und dann gehe ich bald los. Das ist eigentlich immer so, wenn man sich fertig macht, geht man auch irgendwo hin bald los am besten eigentlich. Ich nehme noch so einen kleinen Taschenspiegel meistens immer mit. Also ein ganz kleiner Taschenspiegel, wenn es da irgendwie, jetzt, wenn ich keinen Bock habe, gerade irgendwo einen Spiegel zu suchen. Ja, dann kann ich einfach da reingucken. Meine Haare sind auch soweit ready. Ich brauche noch Puder. Das brauche ich noch. Ich spiegel mich gerade einfach in der Kamera und habe euch auf einem Buch abgestellt. Sehr schön. Meine Schwester macht gerade die Tür zu. Danke, Jolene. Und jetzt trage ich einfach das Puder mal auf meinem ganzen Face aus. Genau. Damit ich nicht so sehr glänze. Meine Ohren auch ein bisschen, nicht viel. So. Pretty. Jetzt glaube ich so als fertig. Denke ich. Bin jetzt noch ein bisschen am Handy und dann gehen wir in einer halben Stunde los. Ich habe mich viel zu früh umgezogen. Habe ich gerade gemerkt. Wahrscheinlich bin ich heute einfach besonders motiviert, jetzt gleich auf die Bühne zu gehen. So, wir müssen jetzt gleich losfahren, also gehen wir jetzt mal runter und ziehen Schuhe an. Ich freue mich. Denke ich. Also, wir fahren jetzt gerade zum Auftritt und ja, wir sehen uns dann dort wieder, wenn wir da sind. So, eine halbe Stunde später sind wir jetzt angekommen und ja, ist sehr matschig. Ist, glaube ich, nicht so geil. Ich bin jetzt fertig und gleich bin ich dran.
Ja, und dann hat er erstmal meinen Wohnort falsch gesagt. Also es gibt meinen Wohnort zweimal und den Namen halt. Und er meint, ich komme aus Mainz, in der Nähe von Mainz. Aber ich komme nicht in der Nähe von Mainz. Ich komme nicht von Mainz. Gast aus dem Nahen Mainz. Und zwar eine Tänzerin, die ein echtes Funkenmariechen ist. Wisst ihr, was ein Funkenmariechen ist? Ja, wenn es was Bademädchen sind. Das ist quasi jetzt eine tolle Tänzerin, die für uns einen Solotanz macht als Funkenmariechen. Wollt ihr das Funkenmariechen aus Mainz sehen? Dann Bühne frei für dich. Ein Gast aus dem Nahen Mainz Plötzenheim, ein Funkenmariechen bei uns auf der Kinderbasenahme. Applaus! Toll, das hast du super gemacht. Ganz schön mutig. So, das hast du aber schon öfter gemacht, wie ich weiß. Du musst mir nochmal bitte deinen Namen sagen. Ich heiße Luisa Stein. Luisa Stein. Die Luisa, Luisa, Luisa. Und dann trinkst du immer blau-weiß oder hast du das jetzt extra für uns aufgelegt? Ich trinke immer blau-weiß, das ist auch der Verein von meinem, also gerade von meinem Verein. Ja. Heißt der Mainz-Plötzenheimer Karnevalverein? Plötzenheimer auch BCV vielleicht? Plötzenheimer Karnevalsclub. BCC. Sonst ganz ehrlich. Also liebe Lisa, es ist was ganz Besonderes, dass du bei uns warst. Wir überreichen dir jetzt einen Pin. 8x11 soll ich immer daran erinnern, dass du bei uns warst. Und dann kriegst du den angeheftet. Das ist das zu gefährlich vielleicht. Dann nimmst du mal besser die Hand. Dankeschön, dass du mal warst. Ich glaube, ihr kamt auf die Idee, weil ihr das irgendwie gehört habt. Bei uns gibt es Kinderfastnacht, gell? Oder kennst du jemanden aus Baden? Nee. Seid extra hier hingekommen. Wie oft tanzt du dann so auf Sitzungen? Öfters mal. Das mal. Und wann hast du angefangen zu üben? Vor diesem Tanzsitz oder? Ja, vor einem Jahr ungefähr. Also, ich bin hier halbes bis ein Jahr ungefähr. Also toll, dass ihr das macht. Ist bestimmt auch sehr ermutigend. Ich mache das dann auch mal demnächst. Und wenn ihr das erleben wollt, dann ist das ein Geschenk. Dann kann man zur Kinderklasse gehen. Nochmal vielen Dank. Erst noch was zum Schlucken. Ein Riesenapplaus und ein Alpha Gang Bananabis. Mach's gut. Danke, dass du da warst. Mit einer anderen Mal. Auf Wiedersehen. Thema ist in diesem Jahr ich war gerade dran und ich habe einfach meinen falschen Ort gesagt. So einfach. Alles, was mit der Jahreszeit in Zusammenhang. So, wir sind jetzt fertig mit dem Auftritt. Ich halte es gerade in der falschen Hand, so einen kleinen Anstecker bekommen, so für die Weste oder was auch immer, wo man das hinmachen kann, keine Ahnung. Und noch so einen Orden und dann noch Süßigkeiten in einem Glas, das steht aber hinten. Und das Glas habe ich mitgenommen. Und ja, ein Party-Popper zeige ich euch aber draußen nochmal. Ich wollte noch zeigen, hier habe ich mein wunderschönes Glas mit so Essen drin bekommen. Und ja, hier so ein Party-Popper. Den werde ich jetzt aber nicht wegdingsen, weil dann muss ich das auffegen und darauf habe ich keinen Bock. Ich hoffe, euch hat meine Bevor-Auftritt-Routine gefallen. Und wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt Lou for You.